Gut, dann von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute das darstellen zu dürfen, was wir die letzten 6 Jahre zum Thema Kata gemacht haben. Es ist eine große Ehre, nach dem Mike Rother und dem Gerd Aulinger hier auf der Bühne stehen zu dürfen. Also, und Sie werden sicherlich in meinem Vortrag an der einen oder anderen Stelle erkennen, dass die Handschrift, sage ich mal, der Kata-Theorie und der Prinzipien, die halt schon im Raum waren, bei BMW eben auch Einzug gehalten haben. Lassen Sie mich zu Beginn kurz auf die Prinzipien unseres Produktionssystems eingehen. Sie sehen hinter mir, wir haben ein Flussprinzip, wir wollen keine Puffer, also sagen wir ähnliche Dinge, die jetzt gerade im Vortrag vorher auch zu hören waren. Flussprinzip, Verantwortung vor Ort, ich werde gleich auf das Thema Arbeitsorganisation eingehen, welche Rolle der Vorarbeiter hat, welche Rolle der Mitarbeiter in unserem Produktionssystem hat. Stabiler Takt, wir wollen also nicht, dass der Mitarbeiter abschwimmt, wenn unterschiedliche Modelle kommen, sondern dass wir immer pünktlich fertig werden, sozusagen im 60-Sekunden-Takt die Autos bauen, so wie sie der Kunde auch entsprechend zieht. Und natürlich als Premium-Hersteller null Fehleranspruch. Am Ende müssen die Fahrzeuge, die ausgeliefert werden, dem Premium-Anspruch unserer Kunden gerecht werden. Das schaut jetzt auf so einem Bild ganz einfach aus. Wenn ich Ihnen einmal ein kurzes Gefühl dafür geben darf, der neue Dreier, der jetzt aktuell gerade gelauncht wird, der hat über 1 Milliarde Kombinationsmöglichkeiten. Also wenn Sie Farben, Motorvarianten, alle Sonderausstattungen, die Sie sozusagen gern hätten, dann könnten Sie theoretisch 1 Milliarde unterschiedliche Fahrzeuge bauen. Das heißt, wenn Sie jetzt an so einem Band stehen als Verantwortlicher für eine Montage, dann werden Sie merken, ich kann nicht jedes Bauteil, das verbaut wird, wissen, wie es verbaut werden muss, im Sinne der optimalen, des Optimums, der Verbesserungslogik. Sie müssen sie als Führungskraft, und da merken Sie schon das erste Mal die Rolle der Führungskraft, Sie sind nicht selbst der größte Experte, sondern Sie können eigentlich nur den Mitarbeiter coachen, Rahmenbedingungen schaffen, dass eine Lernkultur entsteht, der kontinuierlichen Verbesserung. Sie haben vielleicht gerade in der Einstiegsfolie gesehen, ich bin sowohl für das Produktionssystem, den Lean-Ansatz, die Wertschöpfungsorientierung verantwortlich, aber auch für Digitalisierung. Heute im Zeitalter von Industrie 4.0, Big Data, ist natürlich das sehr sexy, Digitalisierung zu machen. Für uns aber die Grundlage, bevor Sie irgendeinen Prozess digitalisieren, ist ihn erst einmal schlank zu machen. Also da haben wir mit dem Gerd ein paar wunderbare Erfahrungen gehabt, wo er gesagt hat, ja Markus, warum macht ihr das? Also das ist tatsächlich, nehmen Sie erst die Verschwendung aus dem Prozess, klassische Wertstromanalysen und sonstige Dinge, um dann erst die Digitalisierung eventuell draufzusetzen. Sie werden nachher in meinem Vortrag an der einen oder anderen Stelle trotzdem auch nochmal die Verbindung zwischen Kata, Ist-Zustand und der Digitalisierung erfahren. Wir haben im Jahr 2012, der Vortrag heißt ja so 6 Jahre Kata, haben wir zur Unterstützung des wertschöpfungsorientierten Produktionssystems die neue Arbeitsorganisation bei BMW eingeführt. Also auch wir haben Benchmark-Reisen gemacht, wir waren bei Toyota und bei anderen Herstellern und haben irgendwann dann für uns auch festgestellt, naja, um diesen kontinuierlichen Prozess voranzutreiben, müssen wir die Meister entlasten, die sollen sie tatsächlich auf ihre Führungsrolle, motivierende Rolle wahrnehmen und haben den Vorarbeiter, bei der einen oder anderen Firma wahrscheinlich als Handschuh bekannt, bei uns heißt er Deutsch Vorarbeiter, mit einer Führungsspanne von 1 zu 8 bis 1 zu 12, also wir haben eine andere Führungsspanne, weil wir am Anfang auch gesagt haben, ja, Kosten und jetzt müssen wir erst einmal den Prozess zum Laufen bringen, aber eben hier war schon der Fokus, ja, wir wollen den Mitarbeiter stärken, wir wollen, dass der Vorarbeiter sich um den Prozess kümmert, dass der Meister motivierend ist im Sinne einer lernenden Organisation, also hier kam schon das Thema der Mensch im Mittelpunkt, wie bilden wir, und das haben wir im gesamten BMW-Produktionssystem, also wir haben 30 Standorte in 14 Ländern und das ist sozusagen die Grundlage für all unsere Produktionsstätten weltweit, der Mensch im Mittelpunkt mit seinen Fähigkeiten. Jetzt möchte ich den Punkt mit dem Lernen aufgreifen, wenn Sie sozusagen, kam ja gerade vorhin von Mike auch nochmal, ich habe jetzt hier das Sportbeispiel nochmal genommen im Sinne Fußball, wir sind hier in Leipzig, RB Leipzig, bekannt für den Trainingscampus auch, also man beginnt sehr früh in die Jugendförderung zu investieren und das, was im Sport gang und gäbe ist und jeder irgendwie cool findet, ja, ich habe am Wochenende Tennistraining und ich verbessere, der Aufschlag wird besser,
Mike hat es gesagt, das ist im beruflichen Alltag schon ungewöhnlich. Ja, ich bin doch hier, ich weiß, wie das geht, bin doch Führungskraft geworden, ich bin seit 20 Jahren, weiß ich, wie das geht als Meister, und jetzt kommt da jemand und sagt, hey, ändere da mal deinen Stil und lass uns hier täglich coachen. Also ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, die Menschen damit auf die Reise zu nehmen, und da wirklich auch den richtigen Modus zwischen Trainingsraum und dann auch Praxis zu finden. Also wir haben dann festgestellt, in den Anfangs, da waren wir dann in der Lerninsel und haben gecoacht, dann haben die Leute irgendwann gesagt, ja, aber es macht jetzt auch keinen Spaß, nur Theorie, wir wollen auch mal spielen und sozusagen am Spielfeld sein. Und das wollte man mit dem Bild einfach nochmal zum Ausdruck bringen, dass das kulturell tatsächlich nicht zu unterschätzen ist, diesen Lernmodus, der, wie gesagt, im sportlichen oder im musikalischen Bereich nett und attraktiv ist, den tatsächlich auch in so eine Firma wie BMW reinzubringen. Nichtsdestotrotz haben wir dann begonnen sozusagen an den verschiedenen Standorten, und Sie sehen jetzt immer an der Seite sozusagen, welches Jahr das war und welcher Standort, um einfach Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, das war an verschiedenen Standorten, haben wir dann begonnen mit dem Coaching. In dem Bild sozusagen der Meister, der Vorarbeiter und die Gruppenleiterin, die dann sozusagen erst einmal, was genau ist denn eigentlich das Problem? PDCA, haben wir das Problem genau verstanden? Die Gruppenleiterin hat erst einmal beobachtet, wie coacht der Meister, hat Feedback gegeben, und der Meister dann eben mit, wie läuft das Gespräch zum Vorarbeiter. Trainingsprozess, wir haben das beobachtet, sozusagen nicht jeden Meister einfach gleich als Coach du einmal und viel Glück, sondern one-to-one direktes Feedback. Was hier einfach aussieht, gar nicht so einfach, weil du musst die drei erst einmal zusammenbringen. Also wir mussten haben besprechungsfreie Zeit, also dass es eben nicht passiert, dass du sagst, ja, montags kommt der Meister um 2, dienstags kommt er gar nicht, Mittwoch vielleicht, Donnerstag ist er wieder da. Also überhaupt einmal so ein Zeitfenster zu definieren, wo wir sagen, jeden Tag kommt der Meister zur gleichen Uhrzeit mit dem Vorarbeiter und hat sozusagen auch den Coach im Gepäck. Das war da in dieser Phase durchaus eine der großen Herausforderungen. Dann sind wir nach Leipzig gekommen, und das ist jetzt ein Bild 2012, 13, 14. Also da haben wir alles erlebt, was wir damals wussten, wie kann das funktionieren, dass wir Kata einführen. Am Anfang haben wir gesagt, Gerd, sag uns, wie das geht, und wir setzen das um. Da sind wir exzellent. Dann hat er gesagt, ich kann es euch nicht sagen, ihr müsst es selber, führt Kata mit Kata ein. Dann haben wir sozusagen haben wir erst einmal gesagt, also mein erstes Thema war dann, wir haben 7 Abteilungsfahrzeuge und die sind alle verschmutzt. Zielzustand: 7 saubere Abteilungsfahrzeuge. Istzustand: 0 saubere Abteilungsfahrzeuge. Das hast du dann gemacht, ja, das war ganz nett, und hast da Feedback im Coaching erhalten. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, Gerd, das ist jetzt schon, also das ist ja der rote Keil, jeder, der das ein bisschen kennt, Zusatzaufwand. Ich habe eigentlich keine Zeit, dass jetzt hier mit Autos, können wir nicht irgendwas in der Fertigung machen. Dann haben wir das probiert, dann haben wir festgestellt, dass dann, mittlerweile hat sie das rumgesprochen, da gibt es irgendwas, Cutter, der Werkleiterkreis hat sich damit beschäftigt, dann haben sie die ersten Gruppenleiter selbstständig gemacht. Ich kann jetzt nochmal die Folie von gerade vorhin aufzeigen. Wir hatten dann praktisch den Effekt, dass Menschen gesagt haben, ja, das kann ja nicht so kompliziert sein, jetzt lass uns das einmal machen. Also wir hatten dann den Effekt, die einen sind in die Breite gegangen, und bei den anderen haben wir gesagt, wir brauchen 100-mal Coaching. Also sozusagen, jetzt willst du aber die sich dafür interessieren, auch nicht sagen, Freunde, ihr müsst zuerst Experten werden. Das war also auch ein schmaler Grad. Wir haben aber dann hier der Montageleiter neben dem Gerd und sozusagen der Thomas Schubert, unser Mitarbeiter, der dann das erste Mal als Führungskraft 100-mal gecoacht hat, unter Beobachtung. Also sozusagen, wir haben schon einen großen Wert auf die Qualität des Coachings in dieser Phase dann gelegt. Aber auch da haben wir dann festgestellt, es gibt immer wieder personelle Veränderungen. Der Montageleiter ist mittlerweile in China, der Grüneisel war damals für die Montage verantwortlich, der ist dann in die CFK-Halle gegangen. Und da hat man dann schon gemerkt, Mama Otter als Beispiel, also jeder, der einen Herrn Aulinger kennt, Mama Otter zwingt das Baby Otter immer wieder sozusagen unter Wasser, weil da die Früchte und die Fische sozusagen sind.
Also als Führungskraft musst du schon dahinter sein, dass dieser Prozess Tag für Tag stattfindet. Sobald du da mal einen Schritt zurückgehst in der Anfangsphase, sagen alle, Gott sei Dank, jetzt ist der weg, jetzt machen wir wieder Business as usual. Ich verschränke die Arme wieder so, wie ich es immer verschränkt habe und nicht andersrum. Also das waren schon einige Erfahrungen. Dann, nächste Phase war dann CFK-Presswerk, wo dann der Gerd die Excel-Tabelle mit uns durchgespielt hat und wir Zielzustand, Istzustand, Rüstzeiten im CFK-Umfeld ermittelt haben und dann wirklich experimentiert haben. Wir haben also Rüstzeiten gehabt, die in einer Größenordnung waren, wie sie hier gerade vorhin in dem Beispiel aufgeführt waren, und haben dann den Zielzustand ermittelt und dann haben wir experimentiert. Wir sind dann mit den Bauteilen durch die Halle gelaufen, um praktisch zu schauen, kann das funktionieren. War viel Spaß, war viel Emotionalität, auch Begeisterung dabei, weil man eben gesehen hat, hey, das könnte funktionieren. Also das war dann so dieser erste Ansatz von, wir lernen was, wir haben da wirklich als Gruppe, Gruppendynamik, Spaß und entsprechende Begeisterung. Also dieses Experimentieren an dieser Stelle möchte ich wirklich unterstreichen, machen Sie das möglichst schnell. Wir wären einmal mit einem LKW, weil wir dann versucht hätten, einen LKW in die Montage-Logistikhalle reinzufahren. Das Experiment ist nur an ein paar Millimeter gescheitert. Ich kann Ihnen sagen, der LKW-Fahrer, dem ist der Schweiß auf der Stirn gestanden, wie wir ihm gesagt haben, er soll ein bisschen rückwärts mit dem LKW durch ein Tor durchfahren, wo er gemerkt hat, da passe ich gar nicht durch. Also es war Millimeterarbeit kurz vorm. Ich will aber damit sagen, Qualität ist wichtig, die Coaching-Qualität ist wichtig, Sie als Führungskräfte müssen da dahinter sein, das als diese Phase. Dass das alles nicht nur Theorie ist, der Kollege hat es gerade vorhin auch gezeigt, ist schon, wir haben in dieser Phase natürlich auch die ersten Erfolge. Also du brauchst in so einem Großunternehmen, wir haben 50.000 Mitarbeiter, wenn du da irgendwie eine Theorie machst und irgendwo in einem Raum dich mit Abteilungsfahrzeugen beschäftigst, dann sagen die Leute, du, wir haben hier operative Ziele, die Qualität muss besser werden, die Kosten müssen reduziert werden. Also hier einfach ein konkretes Beispiel aus dem Werk München, wo wir in dem Bereich eben intensiv gecoacht haben und dann auch über den Zielentfaltungsprozess in Regensburg hier eben dann dargestellt, wie sie dann andere Kennzahlen positiv entwickelt haben im Sinne der Effizienz, und zwar eine Entwicklung, die wir mit klassischen Methoden ohne Meister, Vorarbeiter, ohne Coaching sicherlich nicht in der Geschwindigkeit hinbekommen haben. Im Sinne Kultur vielleicht nur ein Ausflug, weil wir gerade in Regensburg sind. Der Herr Sirtl, der damals in der Phase ja sehr aktiv war, der hat dann die Coaching-Fragen einmal ins Bayerische übersetzt, weil wir einfach den Eindruck gehabt haben, Kata und das ganze Japanische, das ist dann in der Oberpfalz nicht so gut angekommen. Also haben wir dann einmal gesagt, okay, jetzt probieren wir es einmal mit bayerischen Ausdrücken, und das war dann sozusagen auch ein gewisser Eisbrecher, dass die Menschen sich dann auf einmal wohlgefühlt haben und gesagt haben, ja, so passt das jetzt, mit den Fragen können wir arbeiten. Waren die gleichen Fragen wie vorher, aber also auch hier haben wir mit allen Tricks sozusagen gearbeitet, um kulturell die Menschen zu begeistern. Gleiches war dann sozusagen, ich habe ja gerade gesagt, der Montageleiter ist dann irgendwann für die Produktion in China verantwortlich geworden. Sie sehen auf dem Bild den Herrn Kirchner, der jetzt hier aktiv uns seit Jahren begleitet. Und da haben wir dann schon festgestellt, dass dann in Asien die Kultur wieder eine andere ist, sehr diszipliniert, sehr genau. Da haben wir dann auf einmal den, wenn man es hier darstellt, wir haben dann die Fragen weiter detailliert, noch präziser, weil die sozusagen die Fragen ganz genau, also während der Gerd in Leipzig mit uns gekämpft hat und gesagt hat, stellt genau die Frage, was steht hier, was ist der Zielzustand, damit es ins Großhirn geht, was ist der Ist-Zustand, erfindet die Fragen nicht neu, hat man das Problem in China nicht. Die wollten dann nur noch präzisere Anweisungen, um einfach dem Standard 1:1 zu folgen. Aber Kultur auch hier sehr spannend, mit dem Effekt auch hier festgestellt, sobald dann Schlüsselspieler rausgegangen sind, im Sinne Führungskräfte, die das in der Anfangsphase gepusht haben, weil sie ihren Standort verändert haben, ist das Thema sofort wieder eingeschlafen. Also unterschätzen Sie die Rolle der Führungskraft nicht, gerade in der Anfangsphase. Jetzt, es kam gerade ein Bild vom Gerd, jetzt sind wir in dem Catchball-Prozess in Leipzig. Das war jetzt der Bereich, wo der Herr Dittmann, der da hinten sitzt, es ist uns das erste Mal geglückt ist, dass wir tatsächlich in der Breite gecoacht haben.
Das war die Mischung zwischen, du bist Experte und wir binden genügend Menschen ein, dass du sozusagen im Sinne des Elefantenbilds von gerade vorhin, dass du nicht der einsame Wolf, der einsame Rufer im Gebiet bist, sondern wir hatten auf einmal eine ganze Gruppe, die Tag für Tag gecoacht hat. Vom Abteilungsleiter, Gruppenleiter bis zu den Prozessverbesserern haben wir uns jeden Tag den Prozess angeschaut. Zielentfaltung, wie es der Gerd gerade gesagt hat, am Anfang erst einmal den Zielzustand definieren. Da haben die Köpfe geraucht, also das, was der Gerd gerade so mal schnell gemacht hat, ich verspreche Ihnen, da werden Sie ja eine gewisse Leidenszeit haben, weil man sich dann denkt, oh, geht das nicht schneller, und auf einmal sitzen Sie wieder mit dem Taschenrechner da oder mit so einem Excel-Tool und denken Sie irgendwie, das kann doch alles nicht aufgehen. Dann sagt der eine Gruppenleiter, für mich passt, dann sagt der andere Gruppenleiter, also das Ziel ist für mich nicht zu erreichen, fangst wieder von vorne an. Es ist ein sehr iterativer Prozess, aber am Ende wirklich sehr empfehlenswert, und von dem her kann ich den Empfehlungen auf jeden Fall folgen, dass ich sage, gehen Sie mit der richtigen Dosierung gleich ein bisschen in die Breite, mobilisieren Sie mehrere Menschen, dass ein Wir-Gefühl entsteht. Da entsteht der Punkt, naja, ich sehe jetzt an der Wand zum Beispiel, wer hat nicht gecoacht? Und dann sehe, kann sofort nachfragen, du, was ist denn bei dir im Prozess, warum hast du 3 Tage nicht gecoacht? Ja, der war auf Seminar, ich selber war im Urlaub, also allein diese Transparenz ist sehr hilfreich. Dann haben wir mit Karten sozusagen, die wir entwickelt haben, dann auch festgestellt, wer braucht denn eigentlich Unterstützung? Also ein weiterer Aspekt, dass sie sofort dann so einen Board-Cutter-Raum sehen, 10 Gespräche waren problemlos, bei 2 bin ich jetzt als Führungskraft da gefordert, mit zu unterstützen, und die Transparenz war hilfreich und hat ein sehr gutes Wir-Gefühl ergeben. Und das Schöne, was mich sehr freut, ich bin mittlerweile eben in München tätig, das findet weiterhin statt. Das war also der erste Bereich, wo es uns dann geglückt ist, dass wir sozusagen die Welle ja so zum Laufen gebracht haben, dass sozusagen trotz dem Weggang von mir dann die Menschen gesagt haben, hey, da brauchen wir jetzt einen Grüneisel nicht. Also da haben wir sozusagen eine kritische Masse überschritten. Und was in Leipzig jetzt auch sehr spannend ist, ist, wenn wir teilweise Probleme haben, treffen sie jetzt schon so viele, die Cutter kennen und können, dass die ja gleiche Sprache sprechen. Also die sagen nicht irgendwie, ja, jetzt lass uns einmal Meinungen austauschen, wie gerade hier der Vortrag war, sondern die sagen, haben wir das Problem schon verstanden? Was ist denn eigentlich der Ist-Zustand? Lass uns einmal vor Ort gehen, den Ist-Zustand erheben, dann lass uns gemeinsam den Zielzustand ermitteln und dann das Experiment starten. Also das ist dann schon eine Freude, das kann ich Ihnen garantieren, wenn Sie dann merken, da hat man jetzt Menschen, die man nicht zusammenholt, sondern die treffen sie, bearbeiten mit der gleichen Logik dieses Prinzip, Cutter folgend, Ist-Zustand, Zielzustand, was ist die Herausforderung? Und den Zustand haben wir jetzt in Leipzig, den haben wir teilweise in Regensburg. Also unsere stärksten Werkstandorte, kann ich Ihnen sagen, da haben wir am weitesten mit der Cutter-Philosophie. Hier nochmal kurz zusammengefasst, wie sich das entwickelt hat. Mit Papierfliegern habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir sind also mit Papierfliegern durch die Fertigung gelaufen, weil der Gerd gesagt hat, probiert es halt einmal das. Dann haben wir gesagt, wie weit fliegt eigentlich der Papierflieger? Nebendran haben die Mitarbeiter Autos produziert. Das war kommunikativ schon eine Herausforderung, warum die Führungskräfte jetzt gerade Papierflieger durch die Gegend schmeißen und sie hier Autos bauen. Dann wirklich ein 2014, das ein tolles Erlebnis. Wir haben immer wieder mit dem Lüfterrad Probleme gehabt. Also gefühlt einmal im Monat hatten wir ein NEO, wo das Lüfterbild sozusagen hier dargestellt. Sie kennen das aus dem Fahrzeug, da ist so ein kleines Ärmchen sozusagen rausgesprungen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wissen das jetzt auch nicht, das scheint ein Lieferantenproblem sein. Und dann hat der Gerd gesagt, das wollen wir jetzt doch verstehen, und hat uns gecoacht und wir haben die gecoacht. Bis dann irgendwann der Meister sich so lange mit dem Teil gespielt hat und der Vorarbeiter, bis sie festgestellt haben, in einer speziellen Position, also das ist sozusagen, Sie können sich das vorstellen wie so ein Zauberwürfel, der hat den die ganze Zeit in der Hand gehabt, in der Pause, hat immer wieder mit dem Teil gespielt, hat gesagt, das geht nicht raus, ich verstehe das nicht, wie kann das rausspringen, und in einem Winkel springt es ganz leicht raus. Also es war sozusagen dieses Lernen, und dann war natürlich helle Begeisterung bei Führungskräften, bei Meister, der Stolz des Meisters, des Vorarbeiters, wir haben es herausgefunden, jetzt passiert uns das nie wieder. Wir hatten also praktisch, wenn Sie das so
kurz gedreht haben, dann ist das rausgesprungen und damit, seitdem haben wir den Fehler nie wieder gehabt. Also sozusagen lernende Organisation mit den entsprechenden positiven Beispielen. Was ich aber hier durchaus auch darstellen will, ist schon, so ein Konzern ist ein mächtiges Schiff. Von dem her ist es bei weitem noch nicht so, dass ich jetzt sage, wenn Sie jetzt an jeden Standort kommen, finden Sie nur Menschen, die lernen die Kultur, die das alles schon verinnerlicht haben. Also es ist ein längerer Prozess, als man vielleicht in der Anfangsphase meint, aber er lohnt sich. Und wie gesagt, wir haben also mittlerweile durchaus auch ein paar Schnellboote unterwegs, ganze Hallen, Meistergruppen, wo man sagt, da funktioniert das sehr gut, das Team ist eingespielt, der Meister coacht jeden Tag den Vorarbeiter, man versteht sozusagen die Prozesse und von dem her wirklich sehr motivierend, wenn man auf diese Menschen dann immer wieder trifft. Jetzt, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, bisher habe ich sehr viel über den direkten Bereich gesprochen. Jetzt kommen wir an den indirekten Bereich, weil das schon einmal, ja, die in der Fertigung sollen doch einmal Cutter oder was auch immer machen. Und jetzt sozusagen an dieser Schnittstelle befinde ich mich jetzt gerade, der Gerd hat es gerade gesagt, jetzt bin ich im Forschungs- und Innovationszentrum und jetzt werden wir hier zugeschüttet mit Agile-Coaches, mit Scrum, Design Thinking. Und die Menschen, die Cutter kennen, die kommen dann entweder, stellen die dann während dem Vortrag die Frage, Entschuldigung, ist das nicht Cutter? Oder die kommen dann nachher zu mir und sagen, du Markus, das sind doch die gleichen Prinzipien, oder? Dailies, also im Agile heißt es dann Dailies, im Cutter Coaching heißt es, wir sehen uns in 2 Stunden wieder und schauen, was du aus dem letzten Experiment gelernt hast. Am Anfang waren wir ein bisschen skeptisch, weil wir gedacht haben, oh, jetzt bringt uns das von dem Pfad ab, den wir eigentlich umsetzen wollen. Mittlerweile sehe ich das ganz positiv, weil ich einfach sage, wie das Baby heißt, ist mir eigentlich wurscht, solange die Mentalität passt und das Prinzip dahinter weiter verfolgt wird. Und wir bringen Menschen zusammen, man trifft sie täglich, man fasst den Ist-Zustand, man ist in einer Lernzone, in einem kreativen Prozess und von dem her, die Prinzipien sind die gleichen, die Menschen stehen im Mittelpunkt, man lernt Dinge und hat aber Konsequenz und Verbindlichkeit. Also da tun wir uns bei BMW manchmal auch ein bisschen schwer mit Konsequenz und Verbindlichkeit. 5 Projekte gestartet und keins so richtig zu Ende gebracht. Und jetzt mit dem Ansatz kommst du halt jeden Tag, was hast du gelernt, bericht mir das. Also das ist schon sehr motivierend und absolut zielführend für uns. Jetzt habe ich ja gesagt, vorhin einmal kurz das Thema Smart Data, Data Analytics, Industrie 4.0, wie passt jetzt das da rein? Sie sehen hinter mir die automatische Oberflächenkontrolle, also ein Prozess, den bisher Menschen manuell gemacht haben. Die haben 2-3 Stunden auf den Lack geschaut, haben einen Einschluss, passt die Lackqualität, absolut nicht wertschöpfend, absolut einschläfernd, ermüdend. Nach 3 Stunden musst du rotieren, weil der dann auch die Fehler nicht mehr sieht, wenn da immer diese sehr anstrengende Arbeit. Und im Sinne der Lernkultur haben wir gesagt, ja, wie entstehen da eigentlich diese Fehler? Da hatte die Meinung, die Meinung. Jetzt machen wir das sozusagen mit dem System. Die Karosse wird, die gesamte Oberfläche wird automatisch erfasst mit Bildverarbeitungsgeräten. Und die Daten, die wir daraus sammeln, die spielen wir Temperatur, Prozessparameter und Sonstiges. Also wir lernen sozusagen, wir erfassen den Ist-Zustand auf eine intelligente Art und Weise, lernen dann, ja, bei der Temperatur und dem Luftdruck entsteht dieser Fehler. Und so kann ich den natürlich prozessual dauerhaft abschalten. Und wenn wir das bei all unseren Fehlerbildern, es sind wenige, aber es sind immer noch genügend, wenn wir das bei all unseren Fehlerbildern so gelernt haben, dann brauche ich irgendwann die Überprüfung nicht mehr, weil dann kommt der Gerd nämlich wieder und sagt, Markus, ihr könnt doch da nicht so teure Anlagen investieren. Ist ja nicht der Zielzustand. Der Zielzustand ist, dass wir die Fehler so verstanden haben, dass sie überhaupt nicht mehr entstehen, weil wir sozusagen das System über Luftdruck, Temperatur und all die anderen Parameter so justieren, nachregeln, dass die Fehler gar nicht mehr entstehen können. Und natürlich auch Begeisterung von den Mitarbeitern, weil sie sagen, hey, ich kann andere Themen machen, ich muss nicht mehr 3 Stunden auf die Oberfläche schauen. Also sehr motivierend für die Mitarbeiter. Hier nochmal kurz dargestellt, haben wir eigentlich Herausforderungen in der Automobilproduktion und das versuchen wir mit dem Bild nochmal kurz darzustellen.
vor 100 Jahren, Henry Ford, Sie können jedes Auto haben, solange es schwarz ist. 20 Jahre später, Sloan, so ja, ein paar Farben wären schon nicht schlecht auf dem Band, hat also die Komplexität schon ein bisschen gesteigert. Dann nachher Toyota-Produktionssystem, alles auf Effizienz, Lean, manche Umfänge wurden zu Lieferanten gegeben. Jetzt sind wir aus unserer Sicht schon in einer Phase der Systemintegration. Was will ich damit sagen? Wir haben drei wesentliche Punkte. Das erste ist, noch kaufen unsere Kunden die Fahrzeuge wegen dem Design. Sie kennen alle die Bilder, wo dann irgendwie große Eimer auf dem Dach sind, weil dann die ganzen Sensoren da drin sind. Also die erste Herausforderung ist für all unsere Planer und Entwickler, die Sensoren so ins Auto zu bringen, und da sind viele an der Lernzone, dass das trotzdem nur ästhetisch ausschaut. Die zweite Integration ist, bei uns muss alle 60 Sekunden ein Auto vom Band rollen und wir bauen permanent um. Wir haben permanent Veränderungen, neue elektronische Updates, neue Motorvarianten, die anlaufen. Und ich glaube, man hat gerade in Kalifornien an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass das gar nicht so einfach ist, dass da alle 60 Sekunden ein Auto vom Band rollt. Das ist die zweite Integrationsleistung. Und ich kann mich noch an ein Abendessen mit dem Gerd erinnern. Mittlerweile kann ich es sozusagen erzählen, Gerd, damals konnte ich das noch nicht, wo der gesagt hat, ja, ihr werdet doch jetzt da nicht alle Autos über eure Linie fahren. Doch, tun wir. Also die dritte Integration ist sozusagen, Sie werden morgen in Leipzig sehen, wir haben gestartet mit der Elektroproduktion in einer separaten Halle. Sehr schwierig, weil Sie nicht den optimalen Betriebspunkt erwischen. Wie ist die Marktnachfrage? Wir werden im Jahr 2025 elektrifizierte Fahrzeuge im Angebot haben, aber keiner weiß, welches Modell kommt wie an. Ist es voll elektrifiziertes, ist es ein Hybridfahrzeug, wollen die Menschen vielleicht doch nur länger an Benziner oder Diesel? Und das ist sozusagen die dritte Herausforderung, dass bei uns jedes Fahrzeug zukünftig über eine Linie fährt. Und Sie können sich vorstellen, da sind viele Fragestellungen, viele Herausforderungen, da brauchst du eine lernende Kultur, eine lernende Organisation, die willens ist, nicht einfach zu sagen, ich baue hier ein neues Werk und hoffe dann einmal, dass der Kunde im Jahr 2025 so und so viel von diesem Modell elektrifiziert haben will, sondern wir können das via Schieberegler sozusagen dynamisch nach der Marktnachfrage können wir reagieren, können den Elektroanteil genauso schnell nach oben fahren wie den Benziner oder den Diesel. Also das sind eben, von dem her ist die Kultur in so einem Automobilhersteller momentan elementar wichtig, dass wir da entsprechend lernend unterwegs sind und da helfen uns eben die Prinzipien von Kata. Vorletzte Folie, hier einfach nochmal dargestellt, wie wir das intern kommunizieren und ich glaube, Sie werden durchaus erkennen, Analyse, Ermittlung des Ist-Zustandes, Versuch, Experimentieren, Dinge zielgerichtet tun, aus dem Gelernten dann wieder neu starten. Also das sind viele Prinzipien, die jetzt heute in den Vorträgen auch schon vermittelt wurden, die kommen auch hier rüber und kann sagen, bei uns ist das ganze Thema WPS, Kata, lernende Kultur, das fließt alles zusammen. Weil 5% sind Methode und 95% ist Mindset. Das ist sozusagen der Abschluss. Sie sehen hier ein paar Menschen, die uns da die letzten Jahre begleitet haben. Und wir haben es mittlerweile in der Breite. Viele Menschen haben Spaß daran. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren da die entsprechenden Fortschritte machen werden. Und darf mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Vielen Dank.